Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute möchte ich euch zeigen, alle Rezepte, die man herstellen kann, bis auf eines, was noch nicht freigeschaltet ist. Aber alle anderen Rezepte stellen wir heute zusammen einmal her, weil ich die auch selber einfach freischalten will, da man hierfür ja ein Namenskärtchen bekommt und ich mir das auch nicht entgehen lassen möchte. Also der erste Kaffee, also wir sind jetzt gerade bei Kaffee, ist Athenäum. Dafür braucht man einfach nur dreimal Kaffee, das ist jetzt nicht so schwierig. Mondscheingasse beinhaltet einmal Kaffee, einmal Milch und einmal Schokoladensoße. Schaumiges Riff beinhaltet zweimal Kaffee und einmal Sprudel. Und dann kommen wir schon zum goldenen Eden. Dafür brauchen wir zweimal Kaffee und einmal Milch. Genau so. Und zack, 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 zack. Und die Größe ist egal. Goldenes Eden freigeschaltet. Genau, das hat sie zwar nicht bestellt, aber das ist uns in dem Fall jetzt egal. Wir wollen ja einfach nur die Sachen herstellen. Dann haben wir als nächstes hier die Nacht der wirbelnden Sterne. Hier brauchen wir einmal Kaffee und zweimal Milch. Größe ist dann wieder egal. Und zack. Nacht der wirbelnden Sterne. Ja, Palmon, das probieren wir auch gar nicht. Und dann haben wir noch den karamellisierten Kiefernzapfen. Hierfür brauchen wir einmal Kaffee, einmal Milch und einmal Karamellsoße. Perfekt. Das waren alle Kaffeerezepte, die es gibt. Damit haben wir die jetzt alle freigeschaltet. 12 von 21 insgesamt. Dann machen wir als nächstes weiter mit den Teesorten. Da gibt es einmal Nebeliger Garten, das ist einfach dreimal Schwarztee. Dann Liebesgedicht ist einmal Schwarztee, einmal Milch und einmal Karamellsoße. Nein, wir machen jetzt als nächstes mal die Glanzkrone. Das ist einmal Tee und zweimal Milch. Das ist eigentlich relativ simpel. Zack, zack. Zu viele Rezepte, da wird man richtig ballerballer im Kopf. Na, es ist ja, dass die Größe egal ist. Wenn man die Größe auch noch abschätzen müsste, das wäre krank bei den Rezepten. Wird aber eigentlich auch nicht wirklich Sinn ergeben, weil es geht ja nur ums Mischverhältnis. So, dann als nächstes machen wir den Nachmittag der Gelehrten. Das ist zweimal Tee und einmal Milch. Sehr schön. Dann die Nordwindwacht kann man noch nicht machen, weil hier ist es der einzigartige erfrischende Geschmack. Das heißt, hier kann man auch nicht abschätzen, welche Menge man braucht. Aber ja, da braucht man auf jeden Fall noch die letzte Zutat, Minze. Also vermutlich ist es Tee, Milch und Minze, also alles einmal. Würde auch Sinn ergeben, weil Tee, Milch und eins fehlt. Und man nimmt ja meistens drei Zutaten, also von dem her müsste das passen. Dann haben wir die herbe Brillanz noch. Das ist zweimal Tee und einmal Zitrone. Genau. Zack, 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 zack. Okay, und als letztes haben wir noch den Frohsinn. Das ist hier einmal Tee, einmal Milch und einmal Schokoladensoße. Also quasi genau das gleiche wie mit der Karamellsoße, nur eben mit Schokoladensoße. So, zack, 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 zack.
und Frohsinn freigeschaltet. Genau. Das waren jetzt alle Teerezepte, bis eben auf die Nordwindwacht. Tee, Milch, Minze wird das sein. Dann haben wir die, ich weiß gar nicht, was das ist, Säfte, genau. Sonnenuntergang im Tal ist einfach dreimal Saft. Schneebedeckter Kuss ist zweimal Saft und einmal Milch. Birke ist zweimal Saft und einmal Zitrone. Und dann haben wir noch den süßen Mostsee. Das ist einmal Saft und zweimal Milch. Das hätten wir. Genau, dann haben wir noch Dämmerungsstau. Dafür brauchen wir zweimal Saft und einmal Wasser. Oder Sprudel. Whatever. Perfekt. Und das letzte Getränk können wir leider wieder nicht herstellen, da die Minze noch nicht freigeschaltet wurde. Blubbernder, sprudelnder Saft, dessen erfrischende Wirkung für alle sichtbar ist. Also sehr wahrscheinlich, weil man braucht immer drei. Saft, Wasser, Minze. Oder beziehungsweise Saft, Sprudel, Minze. Und dann bei den gemixten Kombinationen gibt es einmal Abenddämmerung. Das ist einmal Tee und zweimal Saft. Und das Geläut der Nacht, das ist ganz einfach, einmal Tee, einmal Kaffee und einmal Milch. Was sich echt seltsam anhört. Geläut der Nacht. Und das waren alle Rezepte, die man im Laufe der Aktion freischalten muss. Ich habe jetzt quasi 19 von 21, weil man die letzten beiden noch nicht herstellen kann. Aber seid euch gewiss, es ist Tee, Milch, Minze und beim Saft ist es Saft, Sprudel, Minze. Das sind die letzten beiden Rezepte, die man jetzt noch nicht herstellen kann, weil Minze eben erst in 15 Stunden verfügbar ist und dann kann man sich das Namenskärtchen holen. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.